So, wer A sagt, muss auch B sagen. Es sei denn, A ist falsch, was ich aber bei denen hier, bei den Experten, nicht das Gefühl habe. Die beiden Herrschaften hier von Bucher und Sutter und Calabrio machen mir doch einen sehr guten Eindruck. Darum locke ich Sie mal gleich mit einer Anschlussfrage zum Thema Qualitätssicherung ein bisschen aus der Reserve. So, welche Anforderungen müssen Mitarbeitende heute in einem modernen Service Center erfüllen? Das Package reicht ja wohl nicht weit über Selbstmanagement hinaus, oder? In der heutigen Zeit ist das Skillset eines modernen Mitarbeiters vielfältig und schwer zu definieren. Die wichtigsten Eigenschaften, nach denen die meisten Service Center Ausschau halten, sind Neugierde, Einfühlungsvermögen und Zeitmanagement. Der moderne Mitarbeiter ist häufig gefordert, selbstständig zu denken und zu verstehen, was der Kunde durchmacht, während er gleichzeitig auf seine Zeit und die Bedürfnisse des Unternehmens achten muss. Stichwort Mitarbeitermotivation. Ist Gamification ein Ansatz? Gamification ist ein guter Ansatz, jawohl. Es ist nicht zu unterschätzen, den Wettbewerb im Team zu steigern und über Gamification herauszufinden, wo liegen eventuell Optimierungspotenziale im Prozess, wie kann ich die Mitarbeiter stärker motivieren und zu mehr Leistung antreiben. Okay, das habe ich verstanden. Aber wenn es mal brenzlig wird, ein Anrufer ruft an, droht, schimpft, wird richtig ausfällig, wie kann ich meine Kundenberater da bisschen schützen? Grundsätzlich lassen sich die Mitarbeiter vor solchen Anrufen nicht schützen. Die passieren leider immer mal wieder. Aber der Mitarbeiter hat in einem solchen Fall die Möglichkeit, das Recording manuell zu starten und so das Gespräch zu dokumentieren, gegebenenfalls von dem Teamleiter mithören zu lassen. Gemeinsam können sie dann noch während des Gespräches deeskalierend eingreifen und falls nötig sogar die Polizei alarmieren. Okay, es gibt ja Kunden, die jetzt partout nicht aufgezeichnet werden wollen. Stimmt's? Ab wann ist das Recording ausgeschaltet? Das Recording-Modul wird über APIs mit dem Contact-Center-System verbunden. Über den Callflow lässt sich dann steuern, wann das Recording starten bzw. stoppen muss. Hat ein Anrufer der Aufzeichnung nicht zugestimmt, kann sein Datensatz später natürlich auch nicht über das Quality-Management-Modul ausgewertet werden. Ausgezeichnet.